Harald und Gunda Schütte als Zieheltern sind wir sehr schnell in einen sehr, sehr netten Kreis aufgenommen worden. Und wir haben auch Freizeit mit unseren Glaubensbrüdern verbracht. Und diese Brüder, die zeichneten sich vor allen Dingen dadurch aus, dass sie sehr fleißig waren. Es war eigentlich niemand von ihnen unter dem Versammlungsdurchschnitt. Das heißt also, mindestens 12 Stunden monatlich ist jeder von ihnen von Haus zu Haus gegangen. Und als Ziehkind der Schüttes war es für uns selbstverständlich, dass wir das mindestens auch an Leistung erbrachten. Wir sind auch privat zusammengekommen und ich erinnere mich an einen Tag, da sind wir alle zusammen ins Schwimmbad gegangen. War herrlicher Sonnenschein, wir lagen da alle auf unseren Handtüchern und der Harald Schütte holte seinen Wachturm raus und studierte seinen Wachturm vor. Das heißt, er malte ihn bunt an, machte sich Notizen, was man in der Versammlung als Kommentar geben könnte, daneben. Und ich habe gedacht, Mensch, auf der einen Seite, wir sind doch hier jetzt zum Baden und auf der anderen Seite, es gibt ja für Harald wohl keine Sekunde, wo er nicht mit theokratischen Dingen beschäftigt ist. So, und natürlich habe ich ihn darauf angesprochen, warum er denn jetzt im Schwimmbad den Wachturm vorstudiert. Und er sagte, ja, wir sollen ja alle Zeit mit unseren Glaubensüberzeugungen beschäftigt sein. Und gesagt, naja, nun habe ich keinen Wachturm dabei. Und ich habe gesagt, ich wundere mich aber auch, wie ihr hier so ruhig auf dem Handtuch liegen könnt. Überall hier liegen ja Menschen und es ist ja unsere Aufgabe, möglichst viele Menschen vor dem Tod durch Armageddon zu retten. Wir müssten doch eigentlich jetzt alle von Handtuch zu Handtuch gehen und predigen. Ja, das heißt also, für mich haben sich die Prioritäten völlig verschoben. Für meinen Mann auch. Mein Mann ist allgemeiner Pionier gewesen. Das bedeutet, er geht 1000 Stunden im Jahr von Haus zu Haus. Und ich habe, so oft ich es einrichten konnte, Hilfspionier gemacht. Das waren damals 60 Stunden, die ich von Haus zu Haus gegangen bin. Und weil andere das nicht leisten konnten oder wollten, haben wir dann erlebt, dass wir angefeindet wurden. Wenn wir als Neulinge, als Frischlinge so viel Zeit im Predigtdienst verbringen, dann machten wir den anderen, die das nicht taten, ein schlechtes Gewissen. Und so haben wir dann im Laufe der Zeit Mobbing in der Christenversammlung erlebt. Waren das 60 Stunden in der Woche? Im Monat. Im Monat. Im Monat, ja. Okay. Okay. Wenn man neu zu den Zeugen Jehovas kommt, dann wird man mit Liebe überschüttet. Jeder kommt und möchte dich kennenlernen, möchte dich zu sich nach Hause einladen, möchte dich in den Predigtdienst einladen, um dich besser kennenzulernen. Das nennt man Lovebomb. Und die ersten 5 Jahre bei den Zeugen Jehovas war das ein sehr intensives Leben in der Versammlung mit den Brüdern. Und dann, meine Tochter ist ja mit 8 Jahren dazu gekommen. Und nach 5 Jahren wurde sie 13 und hat sich taufen lassen. Und meine Tochter hat wohl gedacht, wenn sie erstmal getauft ist, dann wird sie auch genauso geliebt. Das war aber nicht so. Also die Jugendlichen haben sich ihr gegenüber nicht wesentlich verändert. Und sie hat dieses Gefühl der Anerkennung oder dazuzugehören nicht erlebt und hat angefangen, heimlich zu rauchen. Das ist eine schwere Sünde, für die man bei den Zeugen Jehovas ausgeschlossen werden kann, wenn man nicht bereut. Ich bin also zu Jürgen Brietzke gegangen und habe gesagt, meine Tochter hat eine Sünde begangen, sie hat geraucht und so weiter. Er kam dann zu uns nach Hause, hat in meinem Beisein mit ihr darüber gesprochen, was ihre Beweggründe waren, so eine Sünde zu begehen, und hat dann auch nochmal mit ihr alleine gesprochen. Sie wurde nicht ausgeschlossen, aber was sie mir dann sagte, ist, Mama, ich empfinde keine Freude. Ich versuch's nochmal. Mama, ich empfinde keine Freude. Nun ist die Freude eine der Früchte des Geistes.
Das heißt, wer ein Zeuge Jehovas ist, der hat gefälligst die geistige Frucht der Freude hervorzubringen. Und insofern war ich als Mutter sehr geschockt. Ich hatte diese Freude gefühlt, ich habe sie erlebt, mit jedem Tag, wo ich in den Predigtdienst gegangen bin, schöne Gespräche mit Menschen geführt habe, habe ich das erlebt. Jetzt donnert hier gerade ein Hubschrauber rüber. Für mich war es selbstverständlich, dass ich sowohl im Predigtdienst als auch in der Versammlung und beim Lesen und Studieren der Bibel Freude empfunden habe. Und umso geschockter war ich, dass meine Tochter mir sagte, ich empfinde keine Freude. Das hat mich dann veranlasst, zu meiner Ziehmutter Gunda zu gehen und zu sagen, sag mal, empfindest du eigentlich Freude, wenn du im Dienst bist oder in die Versammlung gehst oder wenn du die Bibel studierst oder wenn du den Wachturm studierst und so. Und da sagte sie, was ist denn das für eine Frage? Selbstverständlich, ja? Gut, dann habe ich meine anderen Freundinnen gefragt, die Anita, die Marianne. Ich habe eigentlich jeden dann angefangen zu fragen, empfindest du Freude? Und weil es eben eine Frucht des Geistes ist. Und die haben gesagt, was, ja, selbstverständlich. Wie kann man nur keine Freude empfinden? Meine Tochter blieb dann noch bei den Zeugen bis 17, hat aber in der Zeit ein Doppelleben geführt und hat sich dann selber ausgeschlossen. Das war für uns als Familie eine sehr schwere Situation, weil offiziell durften wir dann keinen Kontakt mehr zu ihr haben. Wir hätten sie auf der Straße noch nicht einmal grüßen dürfen. So, es kam also dann 5 Jahre, möchte ich sagen, wo wir gekämpft haben. Auch als Familie haben wir gekämpft. Mein Mann hat dann irgendwann seinen Austritt erklärt. Die beiden Lütten haben gesagt, Mama, wenn Papa zu Hause bleibt, wollen wir auch nicht mehr mit. Und aus einer 6-Personen-Familie, die mitten in der Versammlung, auch im Königreichssaal, auf den Plätzen mitten in der Versammlung saß, wurde dann eine einzige Schwester, die aus Rücksicht auf die größeren Familien sich irgendwo an den Rand setzte oder irgendwo ganz hinten, wo ein Platz frei war. Und so habe ich mich auch gefühlt. Ja, und so begann dann auch irgendwann der Ausstieg.